ich möchte euch gerne darüber berichten, wie unser Fachgespräch zum Thema Pflegeplanung gelaufen ist. Die Linke im Hessischen Landtag hat Ideen für einen Pflegeplan vorgelegt und haben eine Menge von Fachleuten aus dem Bereich befragt, was sie davon halten und welche Ideen sie haben. Daraus haben sich drei Felder deutlich herausgestellt, die zu bearbeiten sind. Das erste Feld ist die Frage der Arbeitsbedingung und der Bezahlung von Pflegekräften. Annette Hergel von Verdi hat deutlich gemacht, dass die alten Pflegekräfte immer noch viel schlechter bezahlt werden als die Kolleginnen und Kollegen in der Krankenpflege. Das geht bis zu 600 Euro und dass sie viel Unterstützung brauchen von außen, um auch sich für ihre Interessen besser einsetzen zu können. Das hat auch Dagmar Jung von der Diakonie Hessen bestätigt, hat aber auch deutlich gemacht, wie schwierig es ist für die Einrichtungen, eine Einrichtung gut zu finanzieren, sodass das nicht nur zulasten der Pflegebedürftigen und deren Familien läuft, dass die immer mehr höhere Anteile zahlen müssen. Da muss die Bundesregierung ihre Aufgabe erfüllen und die Pflegeversicherung tatsächlich zu einer Pflegevollversicherung gestalten. Aber auch das Land Hessen ist gefragt, indem es die Investitionskosten übernimmt. Das zweite Thema war deutlich die Frage, wie gewinnen wir mehr Pflegekräfte, wie können wir mehr ausbilden, wie können wir mehr zurückgewinnen. Bei der Ausbildung hapert es noch tatsächlich. Die Umstellung der Ausbildung hat große Probleme. Die Pflegeschulen haben es schwer zu kämpfen. Es gibt eine hohe Abbruchquote. Hier muss dringend etwas getan werden. Und allerdings ist es durchaus möglich, auch wieder Pflegekräfte zurückzugewinnen. Gerade vor wenigen Tagen ist eine Studie bekannt geworden, dass bundesweit 300.000 Pflegekräfte bereit wären, wieder in die Pflege zurückzukehren, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen. Das ist doch ein deutliches Zeichen dafür, es geht, wenn tatsächlich sich was ändert in dem Bereich und die Arbeitszeiten verlässlich sind. Das ist, glaube ich, den Kolleginnen das Wichtigste, wenn ihre Arbeit wertgeschätzt wird und sie gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Auch ist es notwendig, die Ressourcen, die wir haben, zu nutzen, die Anerkennung von Berufen, die schon von Menschen, die da sind, die einen Beruf gelernt haben in dem Zusammenhang oder ihre Nachqualifikation werden, ein weiteres Thema. Der dritte Block hat sich um die ganze Frage der kommunalen Altenhilfeplanung gerankt. Da hat Francesco Arman, der Sozialdezernent der Stadt Gießen, dargestellt, wie dann dort die kommunale Altenhilfeplanung verläuft. Die wird begleitet, auch wissenschaftlich, und orientiert sich auch sehr stark an den Forderungen des Seniorenbeirates. Professor Dr. Gress von der Hochschule Fulda hat deutlich gemacht, dass wir in Hessen dringend eine Pflegeplanung brauchen, weil bisher gibt es keine Planung, da bestimmt der Markt eigentlich alles und das scheint ja überhaupt nicht zu funktionieren und deswegen brauchen wir eine ordentliche Pflegeplanung und auch die Übernahme der Investitionskosten. Der dritte im Bunde war Paul Weimann als Vorsitzender des VdK Hessen-Thüringen, einer sehr großen Vereins von Menschen, Familien, die häufig auch was mit dem Thema, ganz viel mit dem Thema Pflege sogar zu tun haben, weil Pflegebedürftige in der Familie selbst die Pflege übernehmen. Er sagt, es ist dringend notwendig, dass die Beratung verbessert wird. Viele Pflegebedürftige, viele Angehörige kennen auch überhaupt nicht ihre Rechte und ihre Möglichkeiten. Hier ist auch von Landesseite ganz unbedingt was zu tun. Das Land muss die Kommunen dafür in die Lage versetzen, tatsächlich besser zu beraten, aber auch mehr Angebote, ergänzende Angebote wie Tagespflege, wie Kurzzeitpflege auf den Weg zu bringen. Das sind schon mal ganz wichtige Punkte. Vieles davon haben wir in unseren Antrag in den Hessischen Landtag mit eingebracht, der in der nächsten Woche aufgerufen wird. Gute Pflege geht uns alle an. Gute Pflege für pflegebedürftige Angehörige und Beschäftigte. Da wollen wir weiter diskutieren und laden euch herzlich ein. Diskutiert mit uns zu dem Thema weiter. Wir denken, das wird ein wichtiges Thema in den nächsten Jahren sein. Dankeschön.